Ich kann da nur sagen, dass wir natürlich in einer kritischen Situation sind, aber das ist auch der Grund, weshalb wir heute da sind, um eben auf diese Dimension hinzuweisen, dass die Sicherheit und die Stabilität Bosnien und Herzegowinas wichtig ist, für, nicht nur für Österreich, sondern auch für Europa, aber auch für Bosnien selbst, für die Zukunft Europas, für die wirtschaftliche Entwicklung, für die Jugend hier, um in diesem Land auch zu bleiben. Ich bin am Montag auch beim Rat in Luxemburg, wo dieses Thema auch auf der Tagesordnung, also die Erweiterung auf der Tagesordnung sein wird, und wir werden dieses Thema sicherlich auch dort mit den Kollegen besprechen. Dr. Michaela Linhardt. Und ich habe das auch bei den Gesprächen im Präsidium festgehalten, dass Österreich für ein einheitliches und souveränes Bosnien und Herzegowina steht, dass dies unerlässlich ist für die Stabilität und hier eben Althea eines der Elemente ist, um da hier einen Beitrag zu leisten und den europäischen Weg zu gehen. Wir sehen Bosnien und Herzegowina in Europa, die Zukunft Bosnien und Herzegowinas in Europa. Republika Austrija i ministar Linhardt vrlo dobro razumiju trenutne izazove sa kojima se suočavamo, i to ne samo u našoj državi, nego i u cijeloj regiji, te podržavaju naš evropski put. Vielen Dank an alle.